kann ich wenigstens so viel mit Maus das durchspielen. So. Wahrheit tut weh, da müssen wir auf jeden Fall hin. Also einmal zu den Fundamenten. Ach ja. Okay, da oben muss ich hin. Das kriegen wir auch so hin. Dachchen, Jungs. Nee. Oh, jetzt habe ich mich komplett verfranst, glaube ich. Ah, nee, dahin. So, jetzt will ich aber auch mal ein bisschen. Ich will mal versuchen, vom Baden loszukommen. Machen wir das doch mal. Damit ich nicht wieder überlevelt ins nächste Addon starte. Also zum Beispiel komplett überlevelt. Seid gegrüßt, Freunde Ishgards. Danke, dass ihr uns eure kostbare Zeit widmet. Es gibt Dringendes zu besprechen, das nicht für fremde Ohren bestimmt ist. Es ist uns eine Ehre, Großmeister Aemerik. Für eine vertrauliche Unterredung mit euch nehmen wir uns gerne Zeit. Worum geht es? Wie ihr wisst, hat Ishgard mit dem Ableben des Papstes nicht nur sein religiöses Oberhaupt, sondern auch seinen Herrscher verloren. Die gesellschaftliche Ordnung ist aus den Fugen geraten. Gemäß unserer heiligen Gesetze habe ich als Großmeister der Tempelritter stellvertretend die Regierungsgeschäfte übernommen. Doch das kann nur eine Übergangslösung sein. Für die bittere Wahrheit, die wir ans Licht gebracht haben, hat unseren Staat in seinen Grundfesten erschüttert und die Legitimation des Papstes in Frage gestellt. Wir können unmöglich einfach so zur Tagesordnung übergehen. In der Tat, die Lügen über den Drachenkrieg, die 1000 Jahre verbreitet wurden, der wahnsinnige Plan des Papstes, mit der Macht eines Primae ewigen Frieden zu erzwingen. Ihr habt dem Volk wirklich Ungeheuerliches enthüllt. Ich hatte durchaus Bedenken, doch mir blieb keine Wahl, außer eine offizielle Erklärung abzugeben. Es wurden die wildesten Mutmaßungen angestellt, erst recht seit die Kriegerin des Lichts auf dem Rücken eines Drachen in die Stadt geflogen kam. Die Abwesenheit des Papstes ließ sich nicht länger verbergen, und außerdem wollte ich verhindern, dass irgendjemand Falschinformationen streut, um die Wahrheit in seinem Sinne zu verdrehen. So entschied ich mich nach reiflicher Überlegung für eine schonungslose und umfassende Aufklärung. Doch die Auswirkungen hatte ich offensichtlich unterschätzt. Die Wahrheit entfesselte einen Sturm der Entrüstung, der nun in Ishgard wütet. Indem ich nach bestem Wissen und Gewissen die Machenschaften des Papstes, meines Vaters, vereitelt habe, habe ich auch große Unruhen heraufbeschworen. Enttäuschung und Zorn können schnell in Gewalt umschlagen. In der Tat häufen sich bereits Vorkommnisse, bei denen Kirchenangehörige beschimpft und bedroht werden. Hilda und ihre Anhänger bemühen sich redlich in den Schwaden für Ordnung zu sorgen. Bisher konnten sie die schlimmsten Übergriffe verhindern. Doch wie lange noch? Solange die Lage noch relativ ruhig ist, wäre es das Beste, den Drachenkrieg endgültig zu beenden. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Wir sind Ishgard stets mit Freuden zu Diensten
Doch was können wir zur Beendigung des Krieges bloß beitragen? Begleitet mich zum Trinea-Annex und stellt Kontakt zu den Drachen her. Bitte was? Wollt ihr mit Widofnir sprechen? Ja, wir möchten sie nach Ishgard einladen, um die Versöhnung voranzutreiben. Allein wird Lucia kein Gehör finden, deshalb bitte ich euch, sie zu begleiten und zwischen ihr und den Drachen zu vermitteln. Seit Izel nicht mehr unter uns weilt, seid ihr die Einzigen, denen die Drachen vertrauen. Der 2-Stunden-Kampf. Was? 2-Stunden-Kampf? Bitte was? Hab Dank. Ishgard hat in euch wahrlich treue Verbündete. Jetzt habe ich Möge Angst. Halone über euch wachen. Ja, das ist gut. Na, das weiß ich noch nicht. Die Wahrheit, die nach der triumphalen Rückkehr der Helden verkündet wurde, versetzte das Volk von Ishgard in Aufruhr. Mit einem Schlag wurde allen Bürgern klar, dass die tausendjährige Geschichte ihrer Stadt und ihr Glaube auf nichts als Lug und Trug beruhten. Sie fühlten sich ihres Lebenssinns beraubt. Die Leere in ihren Herzen füllte sich mit Angst, Trauer und Zorn. Zum Glück gab es noch jene, die unbeirrt den Pfad der Rechtschaffenen beschritten, um den Kreislauf aus Krieg und Verzweiflung zu durchbrechen. Sie glaubten fest an eine Zukunft, in der das Volk von Ishgard und die Drachen in Frieden miteinander leben würden. Wir zu hoffen wagten, sann unser Erzfeind im Verborgenen auf Rache. Töchchen. Nidhogg, der sich des Leibes des Azur-Drachenreiters Estinien bemächtigt hatte und nun wieder über die Macht seiner beiden Augen verfügte. Nach Frieden sehnten, so grimmig wünschte der schwarze Drache Krieg. Und damit war er keineswegs allein. Na dann. Gespannt. Falsch. Falscher Weg. Dank. Ich gucke gerade nur so ein bisschen die Sachen hier durch. Okay. Wir schauen einfach mal, ob ich mit der Klasse hier klarkomme. Wie gesagt, mit dem Baden möchte ich jetzt erstmal umgekehrt weitermachen. Wir sind halt die Innis.
Wo habe ich eigentlich für diese Klasse? Ah! Mensch, ich komme mir so vertraut vor. Das andere davor hat mir zwar besser gefallen, aber es passt. Ich habe hier noch nicht alles. So. Pärchen. Nur Uno. Das waren 40 Quests, ne? Dazwischen liegen. Wenn ich das gestern von gestern noch richtig weiß. Oh. Schaffe ich das wohl? Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob ich das heute schaffe. Das Schlimmste ist jetzt erstmal die Frage. Welche Reittiere benutze ich? Ich teste mich heute einfach mal durch. Hallo, mein schickes Ross. Wo muss ich hin? Brauche ich eigentlich gar kein Reittier, aber. Wir machen das. So. Ah, hier ist ein Lovanna. Ja, vergiss es garantiert nicht. Hallo, mein Pferdchen. Er passt aber auch so ein bisschen zum Wetter hier. Das da hinten sieht gruselig aus. Du kannst jetzt die Fässchen in dein Smartphone geben. Dann bekommst du zu viel Ernst. Und wie funktioniert das? Das, sowas gibt es ja auch hier mit dem Begleiterverzeichnis, ne? Ich habe bisher noch nicht kapiert, wie das funktioniert. Magst du? Warte. Das hier. Wie gehst du auf die Mounts? Das sieht zu sein den Favoriten. Kann ich so viele auf die Favoritenliste setzen wie möglich? Oder ist das begrenzt? Da kannst du die Favoriten nehmen, oder?
Ich bin verrückt und dann ist da unten ein Button mit Fragezeichen. Das hier dann, ne? Das alle, die du besitzt. Ja, wir nehmen nur Favoriten. Weil zum Beispiel die Magitech-Maschine oder den hier, den, da reite ich eh nie drauf. Selten. Huch. Und die Dinger hier, die nehme ich sowieso. Wenn ich dann jemand transportiere. Du musst an den Haken denken. Okay, Haken ist gesetzt. Und dann... Ah! Ja? Okay, das ist cool. Warte, dann kann ich nämlich dich hier mal... kann ich meine Liste ein bisschen leeren. So, die... Nehme ich. Ui, warte mal, ich habe vergessen, den Schokomoppel damit draufzusetzen. So, das sind die, die nicht mit in der Liste sind, die ich dann irgendwann mal. Nein! Den irgendwann mal. Wenn ich Bock drauf habe. Ihr seid dann so als uninteressante Dinger. Auch nett, ne? Ich muss nach oben. Nicht auch von hier außen da irgendwie rein? Ja, über die Treppe, ne? Oh. Ja, hier ist ja eine Treppe. Ja. Hallöchen. Danke, Hybrid. Jetzt weiß ich, was ich durchgehend benutzen werde. Ach, das geht hier schon wieder automatisch. So schnell bin ich nicht beim Lesen. Kann ich wenigstens mal überfliegen. Ich stimme schon. Ist das so ein Drache, bräuchte einfach nur einmal das Maul aufmachen und zack. Wären die Menschen hier einmal im Magen. Ich bin ja noch nicht so ganz sicher, ob dieser Frieden wirklich funktionieren könnte. Ich habe so das Gefühl, dass Nidhogg uns noch den Arsch aufreißen wird.
Weißt du nicht, ob ein Drache in der Stadt so super toll wäre? Oh Gott. Nimm den Kressfeger einfach mit. Familienausflug. Große Drachi-Gesellschaft kommt einfach alle in die Stadt. Ich finde aber, dass wir auch mega Gewässer. Lässt die einfach mal so 1, 2, 3000 Jahre warten, bis er eine Antwort gibt. Wenn auch gleich ein F14, dann würden wir kurz was in die WoW machen. Jo, mach das! Alles gut! Ich versuche gerade, mich nicht zu verzählen bei den Quests. Boah, warum kommt jetzt eigentlich immer dieses Auto-Ding, ne? Ich habe ja nichts dagegen, aber... Wir hätten es jetzt synchronisieren können. So, weil so schnell kann ich nicht lesen. Leider. Dann verhaspel ich mich nur. Das muss ich in Ruhe lesen. In Ruhe und Frieden. Weil bei den meisten Wörtern verhaspel ich mich so doll, dass ich dann komplett aus dem... aus dem Ruder laufe. Das Gute ist, ihr könnt das später auf Pause machen, wenn ihr euch das nochmal anguckt. Das Glück habe ich nicht. Bye bye. So, wo dürfen wir jetzt hin? Ronaldo. Okay. Dann reisen wir da mal hin. Da ist es ja auch ganz nett. So, wo ist sie jetzt? Ach da! Die Elfino einfach mal immer vor mir da ist. Da hinten ist das ekelhafte Ding. Da hinten. Da. Nur da. Ich nicht wollen. Oh nein, wie süß. Hallo. Verzeiht, ich wollte euch nicht warten lassen. Keine Sorge, wir haben uns gerade erst hier getroffen. Darf ich vorstellen? Das ist Grille aus Charlian. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Oh.
Die Kriegerin des Lichts, nicht wahr? Ich spüre die gewaltige Kraft, die in dir ruht. Es ist mir eine Ehre. Alfino, wie schön, dich wiederzusehen. Kann es sein, dass du in der Zwischenzeit sogar ein, zwei Ilme gewachsen bist? Ja. Krile und ich kennen uns von der Magieakademie in Schalian. Sie war in einem höheren Semester und hat sich ab und an um mich gekümmert. Ab und an? Ständig, wolltest du wohl sagen. Trotz deiner Begabung warst du mit deinen Eltern. Ich muss ja eh erstmal normal rein. Wenn ich dich nicht unter meine Fittiche genommen hätte. Das wird schon scheiße genug. Wollt ihr wissen, wie er sich am ersten Tag bei den älteren Studenten vorgestellt hat? Ja, wollen wir. Nicht doch, Krile. Das sind doch alte Geschichten. Dieser panische Blick. Aha, ist dir das etwa peinlich? Keineswegs. Doch lass uns nicht länger über die Vergangenheit reden. Nein, das ist überhaupt nicht peinlich. Es gibt Wichtigeres zu besprechen. Bitte, Krile. Zumindest hast du auf deinen Reisen gelernt, dich halbwegs gewählt auszudrücken. Du klingst fast so, als hättest du Respekt vor mir. Der redet nur so. Na schön, ich bin nicht gekommen, um den armen Alfino in Bedrängnis zu bringen. Schade. Sondern um nach den vermissten Mitgliedern des Bundes der Morgenröte zu suchen. Hast du etwa schon eine Spur? Nicht direkt, aber Tataru hat mir viel über das Verschwinden eurer Gefährten erzählt. Und ich kenne eine Methode, mit der ich zumindest einen von ihnen zu finden hoffe. Nämlich Tankred, der durch Ishtolas antiken Teleportzauber entkam, doch seither verschollen ist. Ihn müsste ich aufspüren können. Ach, den tatsächlich? Ja, vorausgesetzt Matoya leiht mir ihr Kristall. Nein! Oh, nein, nicht gespannt. Das Kristallauge. Das besprechen wir am besten direkt mit Matoya in ihrer Höhle. Nein! Ich weiß nicht, was das für eine Farce war im ersten Teil. Geh dahin, sammle das ein, öffne die Tür, ohne den Inhalt eigentlich kommst du nicht weiter in der Story. Aber es ist eigentlich eine optionale Tür, also gehst du dahin. Ach ja, und da ist irgendwo auch das Kristallauge, was du finden musst. Ja, toll. Das war der erste Teil, eine Kurzfassung. Ich hab's geliebt, aber ey, komm. Nicht das Kristallauge. Alles hätten sie mit reinnehmen können, aber nicht das Kristallauge, bitte. Nee, nein, aus. Will nicht. Ich muss da noch rüber. Nein, ich will hier nicht. Ich weigere mich. Nein. Ich bleib mit meinem Besen hier stehen. Wobei, ich bleib wirklich kurz hier stehen. Ich geh einmal ganz was pinkeln. Was aber ein bisschen dauern kann, weil ich mir jetzt die Schuhe anziehen muss. Ich bin vorhin in der Pfütze gelaufen. Er war sehr schön. Kann ich eigentlich? Kann ich. Sehr cool. Ich würde gerne nochmal hier die Quest abgeben. Oh Gott, was habe ich jetzt schon wieder angerichtet? Dieser Moment, wenn man einfach irgendwas macht und einfach nicht weiß, was man gerade tut. Was passiert hier? Wird. Ah, okay, danke. Steinpuppentraining, ganz toll. Wofür? Ja.
Ja, okay, ich bin dann mal weg. Oh, Wölfchen. So, da hinten ist was ich annehmen will. Wäre super. Frag mich nur, was das ist. Drachi. Na Gott. Noch irgendwas für ihn halt suche. Jetzt können wir uns aber auf den Weg da hinten machen. Max-Trank. Ah ja. Gut, dann einmal mit Matoya reden. Das wird schön. Schon wieder. Womit wollt ihr mich diesmal belästigen? Aber Matoya, freust du dich denn gar nicht, uns zu sehen? Wir möchten dir doch nur Gelegenheit bieten, uns gute Ratschläge zu erteilen. Ist das nicht deine Lieblingsbeschäftigung? Ich erteile dir gleich Schläge mit dem Besen, wenn du weiterhin so frech bist. Aber du gibst ja doch keine Ruhe, also heraus mit der Sprache. Was wollt ihr von mir? Ne, jetzt sind da schon wieder bei Matoya. Ich. Ehrenwerte Matoya. Hallo, Dera. Bitte verzeiht die Störung und gestattet mir, mich vorzustellen. Ich bin Kriele, von Baldesions Gelehrten aus Schalean. Baldesion, dieser alte Narr. Ist die Insel mit seiner gesamten Bibliothek nicht untergegangen? Ja, die Insel Wahl ist im Meer versunken. Restlos zerstört durch einen magischen Angriff von unglaublicher Stärke. Ich selbst habe das Unglück nur durch die Gnade des Lichts überlebt. Die Gnade des Lichts? Kriele, hast du etwa auch die Kraft des Transzendierens? Ja, auch ich habe Heidelins Segen empfangen. Wir von Baldesions Gelehrten hatten es uns zur Aufgabe gemacht, die Wunder dieser Welt möglichst allumfassend zu erforschen, um Heidelins Willen und ihr Wirken besser zu verstehen. Aufgrund meiner Gabe war ich prädestiniert für diese Forschung. Darüber habe ich übrigens auch Bekanntschaft mit Minfilia geschlossen, mit der ich mich auf Anhieb gut verstand. Wir haben viel gemeinsam. Das wusste ich alles gar nicht. Ich hätte es dir damals gerne gesagt. Aber das Forschungsprojekt war streng geheim.
eine schöne Geschichte, aber was hat das mit mir zu tun? Mit Vals Untergang habe ich die meisten meiner Freunde verloren. Deshalb will ich wenigstens Minfilia und die anderen Exegeten retten. Unbedingt. Matoya, ich vermute, euer Kristallauge ist ein antiker Lichtkristall. Wenn das stimmt, dürfte ich ihn dann benutzen, um meine Kraft zu fokussieren? Teil 1. Interessant. Das komische Kristallauge. Du hast nicht bloß von meinem Kristallauge gehört, sondern weißt sogar, was sich hinter dem Namen verbirgt. Ja. Also gut, einen Moment. Ja, wenigstens muss ich nicht in der halben Weltgeschichte nach ihrem Kristallauge suchen. Bei Matoyas Weissagungen hat mich das Kristallauge immer wieder fasziniert. Aber ich bin nie darauf gekommen, dass es ein Lichtkristall sein könnte. Im Laufe der Geschichte sind bei schicksalsträchtigen Katastrophen immer wieder Helden mit der Kraft des Transzendierens aufgetaucht und haben große Taten vollbracht. Um diese Helden zu unterstützen, schenkte Heidelin ihnen einen Teil ihrer Macht in Form von Lichtkristallen. Das Kristallauge ist ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit, in der Heidelin noch im Vollbesitz ihrer Kraft war. Deshalb ist es bedeutend mächtiger als alle neueren, heute bekannten Lichtkristalle. In der ganzen weiten Welt gibt es nicht viele Kristalle, die derart rein sind. Als Ätherfokus ist er von unschätzbarem Wert. Die Kraft des Transzendierens ist vielseitig. In mir ist besonders stark die Gabe ausgeprägt, die Grenzen der Sprache zu überwinden. Dadurch kann ich mich nicht nur mit Tieren unterhalten, sondern grundsätzlich die Gefühle und Gedanken aller Lebewesen wahrnehmen. Wenn ich meine Fähigkeit durch das Kristallauge verstärke, kann ich vermutlich sogar Gedanken spüren, die durch die Ätherströme treiben. Tankreds Gedanken. So müsste ich herausfinden können, wohin es ihn verschlagen hat. Einen so aufrechten Wunsch will ich dir nicht abschlagen. Also bitte. Solange du das Kristallauge nicht aus meiner Höhle trägst oder fallen lässt, kannst du es benutzen. Habt vielen Dank, Matoya. Dann will ich es gleich versuchen. Dann lasst uns in Fiederhag mit unserer Suche beginnen. Die Jäger dort kommen viel in der Gegend herum. Vielleicht hat ja einer von ihnen Tankred gesehen. Ja. Das Kristallauge. Ah, okay. Na gut, fliegen wir einfach mal hin. Nee. Jetzt geht das wieder los. Ja, genau. Hier werden sie mal ein bisschen erkunden. Hier wird einfach mega großzügig. Ja.
Das stimmt. Nicht so wie Shiva. Das ist richtig krass damals. Gerade bin ich echt froh, dass ich hier fliegen kann. Lass mich durch. Alles gut. Alles gut. Dann kriege ich jetzt gleich mal einen. Na gut, Drache ist auch okay. Mit Drache fliege ich auch gerne. Noch zwei schöne Kämpfe. Wenn's nicht. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. 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 Ich liebe Smack. Oh Mann. Dass Kai das Lied mal freiwillig spielt. Ah, Drachi ist toll. Ich mag Drachi. Da muss ich hin. Das hat mich geheilt. Das ist gut. Ja, tschüss. Mir kann kein Lied mehr was anhaben. Na, das wage ich zu bezweifeln. Das werden wir ja morgen herausfinden, Kaya. Das finden wir morgen heraus. Ich finde ein Lied, das sich bricht. Nein. Kaya, ich würde dir ja alles glauben, aber nein. Nein, das nicht. Und selbst wenn es so wäre, wir hätten immer noch WhatsApp, worüber wir einen Videochat machen könnten, also... Du kommst aus der Sache nicht raus. Du Scheiße. Ja, siehst du? Du kannst dem nicht entkommen. Egal, was du tust. Wie stand das zwecklos?
da oben ist Ravanna. Nee. Das Roulette hasst mich. Ah! Ja, perfekt. Jetzt kann ich wieder stundenlang umher fliegen. Hallo, mein Schätzchen. Hallo. Hallo. Guck mal, Männer ist zu Hause. Ich sag einmal ganz kurz meinem Freund hallo. Bin gleich wieder da.